Es ist Weihnachten. Meiner sieht eher aus wie ein Teddybär. Ein Weihnachtswunder. Sofort. Entschuldigung. Sofort. Sofort. Fass ihn nie wieder an. Wie schön das Schleifen. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und frohe Weihnachten. Ja, wir haben gestern schon schön Bescherung gefeiert. Mhm. Ihr wundert euch wahrscheinlich, natürlich sind wir jetzt auch nicht aktuell in den Studios zum Feiertag, sondern wir haben die Videos schön vorgedreht. Beziehungsweise wisst ihr ja schon, was wir uns gegenseitig geschenkt haben. Wir wissen es immer noch nicht. Ja. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall toll. Genau, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt gerne mal das Video von gestern. Genau, unsere Bescherungsvideos. Und heute ist ein Essensvideo dran, denn wir haben richtig lecker Süßigkeiten. Mhm. Auch von unserem Weihnachtsmarkt noch. Genau, von unserem Weihnachtsmarkt. Und wer es besser malt, der darf es essen. Claudius hinter der Kamera, der bewertet das. Und ich hoffe, er bewertet das richtig, denn ich habe heute noch nichts gegessen. Ich hoffe, es bleibt keiner auch nicht. Er wird uns sozusagen das hinstellen und wir müssen es malen. Yep. Ich würde auch sagen, so Zeitlimits, das wollen nicht allzu lange malen. Ja, ich würde sagen, du darfst auch sagen, wann es vorbei ist. Weil ja, wir so 5 Minuten maximal. Maximal, ja. Stell uns doch mal das erste Essen. Du fängst ganz klassisch an. 2 Orangen, Spekulatius-Kekse und Walnüsse. Ich liebe Orangen im Winter. Ich esse die permanent. Und Leute, ich kann das nicht, aber manche können das knacken. Claudio knackt mir die übrigens immer in der Hand. Oh, guck, die haben gerade auch geknackt. Ja, aber da ist nichts geöffnet. Ich habe sie auch nur geknackt. Okay, ich habe Bock auf Orangen. Okay, ich nehme mir schon mal hier. Ich finde es gut, dass es so viele, viele Stifte gibt. Ich fange erstmal mit einem Stift an. So. Eva gibt sich besonders viel Mühe. Ja, ich male das abstrakt. Also es macht ja Spaß, weil wenn ich mit Kahn das gemalt habe. Dann hat Kahn hauptsächlich irgendwas anderes angemalt wahrscheinlich. Tatsächlich. Weißt du? Das hier. Die Blüte. Also, die Blüte. Eva hat tatsächlich ein besseres Orange, glaube ich, als ich. Aber es ist ja nicht schlimm. Also von den Farben her bewertest du die auch, Claudio? Ich bewerte das Gesamtbild. Das kann er machen, wie er möchte. Ich lasse die Sachen hier schon wieder rumfliegen. Isst du das denn gerne eigentlich? Was da alles drauf ist? Ja. Ja, schon. Die Nüsse auf jeden Fall. Leute, kennt ihr das? So viel mit Filzstiften ausmalen, das ist irgendwie... Ja, deswegen wollte ich das abstrakt machen, jetzt habe ich es doch komplett ausgemalt. Ist das wie ein Dragon Ball drin bei mir? Ja, stimmt, ne? Wo ich eigentlich dachte, das ist ein Flummi. Ich dachte, er hat Flummis hinten und wollte die Flummis... Ich wollte auf den Boden werfen. Mir ist übrigens ein Deckel weggeflogen, der liegt da hinten. Ich muss den nachher mal holen. Mhm. Erinnert mich dran, falls ich es vergessen sollte. Wollt ihr das so machen, sobald er fertig ist, dass du nur noch eine Minute oder eine halbe Minute hast? Das ist eine gute Idee. Ja. Okay. Ich würde sagen, eigentlich, wenn einer fertig ist, muss der andere aufhören. Ja, aufhören? Können wir auch. Ist doch gemein. Nee. Nein, aufhören ist nicht gemein. Stopp. Oh, ich habe keinen Teller. Bist du sicher? Ja. Okay. Gut. Also, mein Kunstwerk. Ich habe Orangen. Ja. Und dann habe ich hier die Spekulatien, die sind ein bisschen dunkel geworden bei mir, ein bisschen verbrannt. Und hier die Walnüsse, da habe ich mich ein bisschen beeilt und der Teller fehlt noch. Sieht aber gut aus. Du hast bessere Farben gewählt tatsächlich. Ich habe meine Spekulatius-Kekse jetzt nicht ausgemalt und die Walnüsse, weil dann hätte ich zu viel Farben nehmen müssen. Hätte ja auch so lange gedauert. Bianca, du hast es gut beschrieben. Deswegen habe ich gefragt, ob du wirklich Stopp sagen willst. Du hast sie nicht ausgemalt, du hast zwar besser gezeichnet. Oh, jetzt kommt die erste Bewertung von Claudia. Mal gucken, wie er überhaupt bewertet. Ja, nee, sie hat super gezeichnet und auch besser zu gezeichnet. Wobei man sagen muss, Eva, die orangene Farbe ist super getroffen und die Nüsse sind auch super. Aber Bianca, seit wann gibt es denn durchsichtige oder weiße Spekulatius? Ja, die sind halt Vanille. Die sind mit weißer Schokolade überzogen. Nee, es tut mir leid. Die sind Vanille mit Struktur. Den Punkt kriegt Eva. Okay. Oh. Also okay. Du weißt jetzt, worauf es bei mir ankommt. Eva, gönn dir. Ich gönn mir. Gönn mir erstmal so einen Keks hier. Ist ja Weihnachten hier. Nö, Eva. Oh, aber es ist Weihnachten. Na gut. Es ist Weihnachten. Ja, man will nett sein und man darf nicht. Eva, schmeckt's denn? Sehr gut. Nächste, ich hab Hunger. So, hau mal rein. Nö, Eva, iss erstmal. Ich möchte eine Nuss haben. Nö. Wir machen einfach auf die Rückseite weiter. Ja, ich halte es kurz in die Cam. Oh, ein Baby-Yoda-Keks. Ja. Wie wollt ihr ihn zeichnen? Ihr könnt ihn auch umdrehen. Ihr könnt ihn so machen, wie ihr wollt. Ja, wir kriegen das hin. Warum habe ich dich gerade nicht gewinnen lassen? Lass mich doch erstmal. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Darf ich mir das mal etwas hinstellen? Darfst du. Es gibt ja aber nur eine Farbe, also musst du da nett sein. Du, ich bewerte, wie ich möchte. Wow, das heißt, er ist nicht nett. Ich finde immer mit Filzstiften malen ist sehr schwer. Ich würde sagen, sobald derjenige stoppt, hat man noch eine halbe Minute. Jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, deshalb möchte ich noch so freundlich sein. Ja, ich war's gleich fertig. Ja, weil ich hier ausmalen muss, weil du willst, dass ich ausmale. Hat die Eva auch gemacht. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier kein Schwarz. Ich sag Stopp.
Okay, hast du eine halbe Minute. Es sind jetzt halt meinen Keks. Oh, du bist so schnell. Für mich sieht es eher aus wie ein... Oh, du bist echt schnell gewesen, Eva. Und null. Deiner ist echt schön geworden. Aber man sieht, dass Eva wahrscheinlich... Hast du schon mal ein Baby oder gemalt? Mm-mm, mm-mm. Meiner sieht eher aus wie ein Teddybär. Was lachst du? Ich finde mein Baby Yoda süß. Ist auch schön. Aber deiner ist schöner, gebe ich ehrlich zu. Deinen hast du wirklich sehr gut gemalt. Ich habe seine Ohren sehr gut getroffen. Ich gebe Eva den Punkt. Dankeschön. Ich glaube, das eine... Eva, du darfst den Keks essen. Du musst den auch essen, tatsächlich. Ja, ja. Schmeckt sie, Eva? Mhm. Hat Eva ja auch gebacken. Wie schmeckt die Luft? Ja, die Luft schmeckt etwas komisch, weil du in dem Raum bist. Okay, next one. Dünnen, dünnen. Oha, Zuckerstangen. Okay. Wie soll man das malen? Ganze Packung malen? Das könnt ihr euch aussuchen. Okay. Da bin ich nicht überhaupt grün? Nee, nee. Sind noch Farben drin? Nee, sonst sind die einfach einzeln raus. Einzelne Ja, mach. Ein Weihnachtswunder. Mhm. Dann legen wir mal los. Ich muss mich jetzt etwas beeilen, weil Eva so schnell malt. Perspektivisch ist aber auch nicht so meins, ne? Ja, die Bianca kann ja auch gut zeichnen. Wenn ich will. Nee, du zeichnest grundsätzlich gut unter mir. Also ich muss ja auch bei den Challenges immer mich zwischen euch beiden entscheiden, nicht zwischen Kahn und jemand anderem. Das kann ich gar nicht verstehen, dass Kahn nie gewinnt. Ich habe früher viel gemalt, aber da brauche ich Zeit dafür. Ja, also da muss ich auch immer so haben. Zeit und Ruhe. Ja, und dann so auch so ganz entspannt, weißt du? Ja. Jetzt bin ich überfordert. Ich muss allerdings sagen, dass ich überhaupt keine Zuckerstangen mag. Deswegen muss ich das gar nicht jetzt unbedingt gewinnen. Das ist jetzt auch nicht das Sättigendste, was es so gibt, ne? Ich finde die als Deko tatsächlich besser als Essen. Mhm. Da muss noch Rot hin. Sieht aus wie eine komplett riesige Kiste, wo so Mini-Zuckerstangen drin liegen. Das ich hier warum? Ich habe aber... Ich bin nicht zufrieden, aber ich weiß auch nicht, wie ich es besser machen soll. Musst du nicht. Es ist nicht realistisch. Es ist keine realistische Darstellung. Alter, das sieht total schrecklich aus. Bitte lacht uns in den Kommentaren nicht aus. Nee. Ey, das sieht aus wie so eine Einkaufskiste, wo man seinen Einkauf mit nach Hause transportiert. Okay, ich bin fertig. Eva, noch 30 Sekunden. Wirklich besser heute. Ja, ich sehe übrigens nur 2 Zuckerstangen von meiner Seite aus. Ist okay. Du musst es halt so sehen. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja komplett an. Aber irgendwie malst du besser, habe ich das Gefühl. Nee, ich habe gar nicht das Gefühl. Ich hab's irgendwie. Sag doch mal was zu eurer. Ich habe meine Zuckerstangen extrem. Deine sind zu groß, meine sind zu klein. Ja, aber ich glaube, bei dir kann man eher erkennen, was es ist. Ja, genau. Gib dich mal gegenseitig Tipps oder sag mal, was... Ja, also bei Eva erkennt man, um was es geht. Es könnte auch eine Spieltruhe sein oder sowas. Aber man sieht die Zuckerstangen. Bei mir, finde ich, sieht es eher aus wie eine Kiste und man weiß nicht so richtig, was. Aber man sieht bei dir, dass es Zuckerstangen sind. Bei mir könnte es alles Mögliche sein. Findest du? Ich finde nicht, dass man die Zuckerstangen erkennt. Besonders, weil ich halt schwarz drauf gemalt habe. Mir ist es relativ egal, weil ich esse keine Zuckerstangen. Ich sehe es da mehr bei Bianca. So, ich muss tatsächlich sagen, den Punkt kriegt verdient Bianca. Dankeschön. Yay, ich hab was zu essen, was ich nicht esse. Wer isst gerne Zuckerstangen? Isst man die? Isst man das mehr? Also ich glaube ja. Du weißt schon, dass du nicht essen darfst. Ich weiß, ich wollte die nur zeigen. Eva, pack sie sofort weg. Sofort. Entschuldigung. Sofort. Sofort. Pass sie nie wieder an. Next one, please. Das sind übrigens extrem leckere gebratene Mandeln von unserem Weihnachtsmarkt. Mhm. Und fragt euch mal, wer die gemacht hat. Ich nicht. Nein, die habe ich gemacht. Ja, wenn die lecker sind, sind sie nur. Boah, du bist so fies. Ja, du hast sie nicht mal gekostet. Es hat kaum jemand meine... Doch. Hatte meine gekostet. Ich habe sie gekostet. Dann legen wir mal los hier. Ich mache das jetzt auch hier auf der Rückseite. Ja. Ich finde aber auch mit... Damit zu malen ist gar nicht so einfach. Womit malst du am liebsten? Mit Buntstiften? Oder? Ja, schon. Also wenn ich male. Ja. Eure Ansätze sind interessant. Eva beginnt bei den Mandeln und Bianca bei der Tüte. Verschiedene Prioritäten diesmal. Wer isst denn von euch gebratene Mandeln? Mhm. Ich. Ich glaube jeder. Warum hast du meine gegessen? Nee, die liegen da drüben. Ich nehme die mit nach Hause und esse sie dort. Heute Abend krieg ich eine Nachricht. Boah ey, willst du mich vergiften? Nee. Warum? Also darauf hätte ich jetzt tatsächlich echt Bock auf die. So, ich wäre fertig. Ja, ich bin auch sofort fertig. Aber ich habe ja noch wie viele Sekunden? 30 Sekunden. Oh. Hast noch so 20. Ich esse Baby Yoda weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Fertig. Ja, zeig schon mal. So, ich lege das mal ab, weil ich weiß nicht, ob das sonst durchschimmert. Das sind meine gebratenen Mandeln. Ich finde, es ist gut geworden. Relativ.
Absolut. Sieht fast gleich aus, ne? Mhm. Nee, bei dir kommt die Mandelform besser raus. Bianca hat an die Details gedacht. Mhm. Und dafür habe ich Details bei der Tüte gemalt. Hier, ja, gut. Da sind so Details an der Tüte. Die Tüte ist ja transparent, also... Darf ich? Ja, natürlich. Die, ja. Die man... Yeah! Ich habe die Prioritäten auf die Tüte gelegt. Naja, Eva. Guck mal, wie schön das Schleifen... Oh mein Gott. Ach, du... Ich will das auf Kamera haben. Das schmeckt aber echt lecker. Ich hab mich übertroffen. Ich finde die echt gut. Da steht 2-2. Ja, das kommt stimmt. Der entscheidende Punkt. Ich hab zweimal stimmt, du mhm. auch. Ja, dann. Das schönste Lebkuchenhaus der Welt. Was zwei ganz bekannte, gute Menschen getan haben. Vor allem ein großer Mann, der wirklich sehr begabt ist. Und der das eigentlich fast alleine gemacht hat. Mhm. René, wir wollten das auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen. Das muss ich noch mal dazu sagen. Es war leider nicht verkäuflich, weil es so teuer war. Es war wirklich, weil es ja wirklich ein Unikat ist. Es wollte aber tatsächlich niemand kaufen. Ja. Los geht's. Es geht los. Walking in the wind of Wonderland. Was ist das denn hier? Wie beginnt ihr denn? Was ist hiermit passiert? Hatte Kahn den? Er hat Hunger. Mhm. Nehmen wir die hier. Nee, das ist zu rot. Ich fange nochmal an. Guck mal, was mit der Tata? Ich fange auch nochmal an. Ich habe einfach mit der Tanne angefangen und die ist viel zu groß geworden jetzt. Ich beginne mit dem Haus und ich weiß, dass ich es irgendwie falsch mache. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir hier gleich den Baum raus. Also ich habe hier tatsächlich mit der Tanne angefangen, damit ich die halt freigestellt lassen kann. Und dann kommt hier jetzt das Haus mit ein bisschen Schnee. Eva, darf ich nur das Blatt haben? Klar, ist die letzte Runde, was du willst. So, Bibi fängt nochmal neu an, weil... Ich habe mir das irgendwie voll einfach gerade vorgestellt, dass das man das malen kann, aber irgendwie... Warum macht er zwei Striche? Das wollte ich gar nicht. Das ist der kaputte. Ich denke, Kahn hat versucht, ihn zu essen. Wahrscheinlich in einer ähnlichen Challenge. Ich mag gerade diesen Weihnachtsmenschen. Walking in the wind of Wonderland. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit Weihnachtslieder singe. So. Ich mache die Blüten jetzt allerdings etwas anderfarbig, weil sonst... Die weißen Blüten sind auch schwierig. Nimmst du gerade unsere Weihnachtsdeko noch ab? Wer ist das denn? Das? Der junge Mann doch drüben in der Ecke. Was? Ach so. Gott. Ich dachte gerade, hier hat sich jemand reingeschlichen. Ich habe übrigens mal versucht, ich habe ja 24 Stunden Eva nachgemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ne, dann guckt mal rein. Allerdings, was sehr witzig ist, ich habe versucht, ihre Lache nachzumachen. Es ist sehr schwer. Ich habe meinen Braunton verloren. Mhm. Kannst du die Lache nachmachen von Eva? Ja, ne, so irgendwie so. So macht Kahn mich immer nach. So macht Kahn mich immer nach. Ich ärgere mich gerade ein bisschen mit dem Schnee, weil ich den Schnee irgendwie nicht so gut hinbekommen habe. Als Schnee kann man nachher auch so schlecht noch hinzufügen. Entweder ist er da oder er ist nicht da. Leute, ihr könnt übrigens mitmalen, wenn ihr Lust habt und uns das gerne zeigen. Genau. Könnt ihr uns gerne auf den Fotos bei Instagram verlinken, wenn ihr das in eure Story packt. Ich würde sagen, ich bin fertig tatsächlich. Okay, 30 Sekunden. Zeit vorbei. So. Und wie jedes Mal bei der Bildpräsentation hat Eva den Mund voll. Das ist mein Haus aus meiner Perspektive darauf. Ich drehe es nochmal für die Kamera um. Ja. Dein Baum hast du gut gemalt. Da ist der Baum, mit dem genau habe ich angefangen. Und das ist tatsächlich auch der einzige Teil, wo Schnee drauf ist. Ich habe es leider verpennt, hier vernünftig Schnee mit dran zu machen. Hier unten haben wir den guten Nikolaus. Den hast du gut gemacht. Der ist ganz cool geworden. Ich habe es so einfach gemacht, wie es ging, aber der ist ja auch relativ einfach. Hier unten sind die ganzen kleinen Einhörner. Und dann habe ich hier noch die Dachstruktur dran gemalt. Die Blüten sind jetzt auch nicht so gut geworden, die einfach ignorieren. Und hier oben ist noch die Streusel drauf. Eine sehr schöne Präsentation, ja. Eva. Ja. Ja. Meine Präsentation ist, ich habe einen coolen Weihnachtsmann, yeah! Ein Haus, ich habe sogar an Schnee gedacht und ja, hier die Details. Ich muss sagen, den Weihnachtsmann hat Eva viel, viel besser hinbekommen als ja, Bianca. Ja, finde ich auch. Dafür sind die Zeichnungen bei Bianca schon besser. Der Punkt geht an Bianca. Oh. Ja! Dankeschön, du bist ja süß. Ganz knapp 0,01%. Ja, so wenigstens, ich habe die Baby-Yoda-Runde gewonnen. So, jetzt muss ich ja was essen davon, ich nehme das hier. Mein Vorsatz ab 1.1. ist kein Zucker zu essen. Ich esse gerade so viele Süßigkeiten. Wie sehen wieder meine Hände aus? Wirklich. Du auch. Du auch, wir haben das beide. Ja, das war unsere Wer ist besser mal darf es essen. Mhm. Und wir haben die eigentlich gerechte Verteilung. Ja. Ich muss allerdings sagen, Eva hat so ein bisschen das bessere Essen abgesahnt. Hm. Bis auf die Mandeln. Aber trotzdem vielen Dank. Ich finde das Lebkuchenhaus. Gerne, gönn dir. Bon Appetit.
Guck, was? Du gewinnst das Spiel, ich gewinne das Lebkuchenhaus. Darfst du gerne haben. Das ist ja auch sehr schön. Es ist auch sehr schön. Hat auch wieder jetzt richtig viel Spaß gemacht. Wir werden natürlich trotzdem dieses Essen hier bestimmt aufteilen. Claudia, vielen Dank, dass du das so nett bewertet hast und kommentiert hast. Ja. Sehr fair von dir. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr zu Weihnachten bekommen und was ist euer Lieblingsessen zu Weihnachten? Was müsst ihr unbedingt mal essen? Genau, gerne alles unten reinschreiben. Dann wünschen wir euch natürlich noch schöne Feiertage. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es kommen natürlich trotzdem schöne Videos jetzt in der nächsten Zeit, auch trotz der Weihnachtszeit. Genau. Also da gerne wirklich vorbeischauen. Ein bisschen vorgedreht für euch. Genau. Und dann genießt jetzt noch schön den Feiertag und bis bald. Bis dann. Tschüss.